Hallo, Mama? It's hip to be square. Mit dieser alten Zeile aus einem 80er-Jahre-Hit von Huey Lewis and the News argumentiert BlackBerry, weshalb das neue BlackBerry-Smartphone Passport jetzt einen quadratischen Bildschirm haben soll. Sie haben ja durchaus recht, in gewisser Weise, denn es ist enorm praktisch, darauf Texte zu lesen, weil man statt der auf Smartphones üblichen 40 Zeichen hier jetzt, oder auf BlackBerry-Smartphones üblichen 40 Zeichen, hier jetzt 60 Zeichen in einer Zeile lesen kann. Das ist für den Lesefluss sehr angenehm, da kann man viel mitmachen. Aber das ist eigentlich gar nicht so das Wichtigste an diesem Gerät. Das Wichtigste dabei ist, dass BlackBerry jetzt nach einigen Jahren das neue Oberklasse-Modell wieder mit einer richtigen Tastatur ausrüstet. Was spannend ist, ist, dass diese Tastatur nicht einfach nur eine Tastatur ist, sondern gleichzeitig auch noch ein Touchpad. Also wie ein Touchpad am Notebook-PC. Ansonsten technisch alles tipptopp. Schneller Quad-Core-Prozessor, viel Arbeitsspeicher, 32 GB RAM eingebaut, bis zu 128 GB kann man auch nachrüsten per Speicherkarte. Der Bildschirm ist, abgesehen davon, dass er ziemlich stark spiegelt, sehr hochauflösend, 1440x1400 Bildpunkte. Das heißt, Bilder sind da sehr detailreich, Schriften sind sehr schön geglättet, sehr, sehr unaufgeregt alles. Der Akku ist sehr groß, hat bei mir auf jeden Fall zum Teil mehrere Tage ausgehalten jetzt während des kurzen Tests. Das Einzige, was ein bisschen stört, fast 200 Gramm Gewicht, das liegt schon schwer in der Hand und sieht auch beim Telefonieren ehrlich gesagt ein bisschen komisch aus. Das ist so, muss man mögen, um ihn wirklich haben zu wollen.